Jo Freunde, es gibt verrückte Neuigkeiten. Ich habe mich gerade eingeloggt, wollte hier die Shop-Folge aufnehmen und es kommen direkt die Neuigkeiten und ich sehe Saufpack, das Saufpack. Geteiltes Leid ist geheiltes Leid. Sorgt dafür, dass euer Team nicht absäuft. What the fuck ist das für ein Item, schätze ich mal, was kommt demnächst auf jeden Fall. Was zur Hölle? Bin mir nicht ganz sicher, was es sein wird, aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich dann jetzt mit dem nächsten Patch kommen. Und ich sehe hier schon auf der rechten Seite, es gibt anscheinend heute einen krassen Shop. Und yes, nice. Das schaut auf jeden Fall cool aus. Direkt zwei neue Skins, eine neue Hacke ist es, glaube ich, und ein richtig crazy neuer Gleiter. Oh, ist die doppelhändig? Das muss ich gleich ausprobieren. Ich glaube, Doppelschläger wird wahrscheinlich doppelhändig sein. Nice, okay, dann fangen wir direkt mal mit dem ersten Skin an. Die Callisto, so schaut sie aus. Ja, ich weiß nicht, ist nicht so mein Skin. Also, Geschmäcker sind ja verschieden, aber auch der Backpack nicht ganz so meins, ja. Dann gibt es noch den männlichen Skin und der hat sogar einen alternativen Style, wie ich gerade sehe. Lol, und sie hat keinen bekommen. Warum auch immer, er hatte also einen Style und was zur Hölle, er hat einfach so ein richtig verrücktes Auge auf dem... Das ist jetzt immer wieder eine Anspielung auf dieses riesige Auge, oder? In der Nähe von Polar Peak. Ich glaube, das hat wieder mit diesem Event zu tun. Er hat auch einen Style, den schauen wir uns mal an. Okay, ist jetzt nicht so der krasse Style. Einfach so ein Halstuch, was man davor hat, so ein Bandana. Ja, ist okay. Der Skin selbst schaut nicht ganz cool aus. Also der männliche Skin gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser als der weibliche. Selten, dass das bei mir zumindest der Fall ist. Und ja, auch den Backpack finde ich ganz cool. Auf jeden Fall auch vom männlichen besser. Deswegen würde ich persönlich jetzt eher den männlichen empfehlen. Könnt mir reinschreiben mal in die Kommentare, welchen ihr besser findet. Und ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Slot. Und zwar, ich warte mal ganz kurz, fangen wir an mit der Fledermausi. Oh, es ist einfach so ein Ballon. Das ist ein ganz süßer Gleiter. Sieht aus wie so ein Fledermausballon mit einem Headset drauf. Ja, den finde ich ganz süß. Also ich glaube, den werde ich mir holen. Weil das ist mal ein bisschen was anderes. Sound war auch lustig. Und einfach hier so ein Grinsegesicht. Ja, das finde ich auf jeden Fall ganz cool für den Preis. Absolut okay. Und dann für mich auf jeden Fall das Highlight des heutigen Tages. Und zwar eine neue Hacke. Und zwar der Doppelschläger. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin absolut der Fan von diesen Doppelhacken, dass man die in beiden Händen hält. Hören wir uns auch mal direkt den Sound an. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, aber allein, wie gesagt, dafür, dass es eine doppelhändige Achse ist, würde ich mir die auf jeden Fall holen. Ich feiere sowas einfach. Vielleicht wäre es doch cool gewesen, wenn es einen alternativen Style dazu gegeben hätte. Zum Beispiel in, keine Ahnung, zwei, drei anderen Farben. Also in Blau, in Gelb, was weiß ich. Das wäre sicherlich noch cool gewesen, aber allein, dass hier so Nägel drin stecken, schaut schon ziemlich cool aus. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Für mich heute das Highlight werde ich auch direkt holen. Ich habe auch gestern 1000 V-Bucks verschenkt. Den Gewinner seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Das habe ich wieder an all meine Abonnenten verschenkt. Und auch heute werde ich wieder 1000 V-Bucks verschenken, dass ihr euch zum Beispiel hier den Doppelschläger holen könnt. Alles, was ihr heute dafür tun müsst, ist einfach mal meinen Creator Code Snox eintragen, damit ich nämlich hier weiterhin so coole Gewinnspiele machen kann, jeden Tag hier V-Bucks an euch raushauen kann. Ja, brauche ich euren quasi Creator Code, deswegen tragt gerne Snox als Creator ein. Wenn ihr hier heute 1000 V-Bucks gewinnen wollt, unter allen Leuten, die heute den Creator Code Snox eintragen, verlose ich, wie gesagt, heute 1000 V-Bucks. Und wenn ihr das gemacht habt, schreibt auch gerne mal ein Hashtag Creator Code Snox in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, weil nur dadurch kann ich die ganzen Gewinnspiele hier machen, dass ihr hier unten rechts auf Unterstützer ein Credit geht und dort Snoxy eintragt. Vielen, vielen Dank. Es dauert wirklich nur ein, zwei Sekunden. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke auch gestern wieder für über 5500 Daumen nach oben. Ziemlich krass. Dann haben wir im ersten Slot erstmal den Azoth-Skin oder Aether. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Finde ich jetzt nicht so krass. Ich fand ja, er sah mega aus wie Tracer, der Charakter aus Overwatch. Auch der Backpack hat mich jetzt nicht umgehauen. Dann haben wir den Fastball drin. Auch wieder hier das Baseball-Thema, dieser Baseball-Schläger. Hier habe ich mir aber auch nicht geholt. Dann elektrifiziert. Oh, muss ich jetzt wirklich dafür? Na gut, okay, Leute, für euch mache ich hier kurz die Musik an. Zack. Oh nein, das wird wieder so laut. Genau, das ist der Elektro-Swing einfach in. Als so Lobby-Musik. Ich benutze die Musik gar nicht, deswegen würde ich es nicht empfehlen, auch wenn ich sie mir gekauft habe. Anscheinend für den Preis fand ich es ganz in Ordnung damals. Keine Ahnung. Dann wahres Herz erstmal. Ja, cooler Emote, kann ich sehr empfehlen. Scheinschläger. Oh, ist ganz lustige Hacke. Und im letzten Slot die T-Pose. Nicer Emote. Vor allem geht er zu trollen.
Sehr, sehr cool. Für 200 V-Bucks. Absolut. In Ordnung. Nice. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Jeden Morgen gibt's immer das Video zum neuen Fortnite-Shop hier auf meinem Kanal. Also jetzt mal schnell gerne runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und ja, falls ihr dann heute auch 1000 V-Bucks kostenlos bekommen wollt, alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur den Creator-Code Snoxy kurz im Fortnite-Shop eintragen. Wie mein Kanal mit einem kleinen I am Ende dran. Geht mal jetzt gerne schnell in den Fortnite-Shop oder macht das nachher, wenn ihr zufällig mal in den Fortnite-Shop schaut. Einfach mal gerne Snoxy dort eintragen. Nur durch euch kann ich nämlich die ganzen ein Gewinnspiel hier machen. Deswegen vielen, vielen Dank an jeden, der das Snoxy einträgt. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann hören wir uns spätestens mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.